Willkommen zurück, Leute, zu Edna. Bricht aus. Wir haben jetzt unser Duplikat eines Generalschlüssels. Und der ist total heiß. So heiß, dass wir ihn abkühlen müssen. Und natürlich können wir das am besten mit Wasser. Ne? Aber das mit dem Kühlschrank fand ich viel besser. Die Idee, den in Gefrierfach zu packen, das ist doch offensichtlich. Auch wenn ich dann erstmal einen Kühlschrank hätte finden müssen. Aber gab's einen da bei der Kaffeemaschine? Oder hier in der Küche? Weiß ich gar nicht. Ja, wie laufe ich denn jetzt mal wieder am besten? Ich muss mal... So, nun geh mal, Edna. Wir suchen jetzt... Wir können ja mal zu ihm nach oben gehen. Der merkt das ja eh nicht. Der muss ja eh so lange strullen, dass er ja gar nicht merkt, dass wir hier dann ans Waschbecken gehen. Waschbecken gibt es ja auch da bei den Herrentoiletten. Oder allgemeinen WCs, wie es hier zu sein scheint. So. Mal gucken, ob das funktioniert. Okay. Cool. Das Wasser hat das flüssige Gold abgekühlt. So, und jetzt geht's ab. Ich habe es fast geschafft. Ich muss nur noch irgendwie den fertigen Schlüssel daraus prügeln. Ja, das kriegen wir bestimmt mit unserem Stuhlbein hin. Damit sollte ich den Schlüssel frei bekommen. Yippie! Ich habe es geschafft! Mein eigener Generalschlüssel! Geil! Oh mein Gott, wir können jetzt raus! Beziehungsweise... überall hin, wo wir sonst nicht durchkamen. Generalschlüssel-Jubiläum. Sozusagen. Ja, da können wir nicht lang. Dann gehen wir mal hier um die Ecke. Ja, da wird sich ja der Typ hier freuen. No? Gehe ich mal davon aus. Guck mal, jetzt kriegen wir das Tor hier auf. Ist das toll. Der passt hier nicht. Wie? Das geht gar nicht? Ich habe einen eigenen Generalschlüssel. Ja. Ich fühle mich wie ein griechischer Sagenheld. Du hast den Olymp erklommen und die Götter auf ihrer Toilette eingesperrt. wenn der da nicht geht, ich dachte, das wäre so ein Schloss, was für alle geht. Oh nein. Ich will nicht hoch. Ich wollte runter. Jetzt ist sie noch umgegangen, oder? Oh. Können wir hier eigentlich noch mal... Kann man die Tür aufschließen mit dem? Wir können jetzt wieder in die Zelle rein. Ja, da sind wir wieder. Deswegen brauchten wir den Schlüssel, um wieder hier, um alles hier voll zu schmieren. Genau. So richtig schön mit Senf und Ketchup. Und das auch nochmal hier hin. Und hierhin. So, damit die, wenn die hier in die Zelle kommen, sich richtig ärgern. Könnt ihr euch richtig schön ärgern. Edna hat nämlich alles vollgeschmiert. Ich weiß nicht, ob man eine Errungenschaft dafür bekommt, weil man hier alles vollgeschmiert hat. Kann ich das mal machen? Ich mach mal. Ich schmier mal alles voll hier. Saftladen. Kriegen ja hier sowieso nichts auf die Reihe in der blöden Irrenanstalt. Mit Rot sieht so schön. Oh, ist das eklig. Eklig. Mit Ketchup und Senf alles vollgeschmiert. Abartig. Sieht aus wie Blut, aber es ist Ketchup. Würde sich wahrscheinlich auch fragen, wo hat die jetzt Ketchup und Senf her? Tisch ist vollgekragelt, Stuhl ist auseinandergenommen. Das muss man erstmal schaffen, wie weit wir gekommen sind. So, jetzt gibt es eigentlich nichts mehr, was man machen kann. Können wir hier noch was vollkriegeln? Haben wir schon. Und auch nochmal das da, den Stuhl. Edna was here. Genau. So, und jetzt gehen wir wieder. Tschüss, du Scheißzelle. So. Boah. Die bumst aber laut die Tür. Kannst du den Stuhl nochmal ankriegeln?
Sehr schön. Die Tür, kann man die Tür auch? Geh mal. Ja, dann runter. Noch mehr runter. Können wir das jetzt von hier aufmachen? Ja. Herrlich. Ja, dann können die ja jetzt auch raus. Na, Juppi, du kannst gehen. Komm schon, wir sind frei. Wir können gehen, wohin wir wollen. Kann das nicht bis nach dem Essen warten? Heute ist Wünsch dir was Tag in der Kantine. Die sind so doof. Die sind so doof, aber ich habe ihnen den Weg freigemacht. Also wer will, darf gehen. Wer will, darf gehen. Nur, dass ihr es wisst. Wo will ich jetzt eigentlich hin? Ich will zu dem Irren, ne? Wir haben ja jetzt alles. Wir haben vor allem den Generalschlüssel. Tschüss, Leute. Ich nehme trotzdem den Wäschelift, weil das viel cooler ist. Außerdem ging die andere Tür damit ja nicht auf. Oder habe ich das mit Tür verwendet? Nee, sie hatte doch... Da kommt der nächste Sie hatte Ausgang. Doch gesagt, das Schloss geht nicht mit dem Schlüssel, ne? Also eine dieser Türen ging ja dann nicht mit dem Schlüssel. Oder doch? Wir können es ja von hier nochmal ausprobieren. Schloss. Ja! Hä? Ja, gut. Dann ist das jetzt egal, ne? Wir haben jetzt alles hier freigemacht. So. Schön. War noch eine wichtige Tür. Ich glaube, da sind noch ein paar Türen gewesen, die wir aufmachen können. Aber ich glaube, wir gehen mal erstmal zu ihm hin. Bin mal gespannt, was er jetzt sagt. Oh, das wird jetzt spannend. Ich finde ihn ja ein bisschen gruselig hier, den Typen. Hallo, Prinzessin. Kommst du voran? Kommst du voran? Und ob? Ich habe den Generalschlüssel. Na dann, lass mich raus. Und wir können zu Phase 2 meines Plans übergehen. Muss ich das jetzt machen? Ich glaube, wir müssen ihn freilassen, sonst, ja. Da ist er schon. Oh Gott, der Schlüsselmeister. Ja, ich finde ihn ja unheimlich. Du bist frei, ich habe den Generalschlüssel. Was machen wir als nächstes? Worauf wartest du noch? Los geht's. Schlag ruhig weiter wurzeln. Ich verdufte jetzt. Was machen wir als nächstes? Was machen wir als nächstes? Wir brauchen ein Vehikel, sonst kommen wir nicht weit. Mann, Mann, Mann. Ein Generalschlüssel, ein Vehikel. Was als nächstes? Das Perpetuum mobile? Oder das fehlende Glied zwischen Mensch und Affe? Für das Letztere wüsste ich eine Kandidatin. Okay, du bist frei. Du bist frei. Ah, deswegen wohl auch die offene Tür. Aber freu dich nicht zu früh. Das größte Hindernis steht noch bevor. Oh. Ich habe den Generalschlüssel. Nun, das hatte ich schon fast vermutet. In dem Augenblick, in dem die Tür aufging. Hm. Worauf wartest du noch? Los geht's! Wir brauchen ein Vehikel. Ich warte hier, bis du eins aufgetan hast. Und damit meine ich, wir brauchen wirklich Zugang zu dem Fahrzeug. Ja, genau. Wälzt die Knochenarbeit wieder auf das Fußvolk ab. Schlag ruhig weiter wurzeln. Ich verdufte jetzt. Ja. Ja, was sagt Harvey zu dem? Was hältst du von ihm, Harvey? Ich habe keine Angst vor ihm, wenn du das meinst. Das habe ich doch gar nicht gefragt. Habe ich auch nicht. Ja, er ist ein wenig gruselig. Er ist es einfach. Und er weiß auch ganz genau, was er hier tut. Er ist einfach nicht so irre wie die anderen. Vielleicht ist er ja auch noch netter, als ich vielleicht gerade denke. Aber mal schauen. Ja, wir haben ja jetzt freie Bahn. Ich muss jetzt nicht mal den Umweg mehr gehen. Die Frage ist, was will der jetzt? Also wir können unten vielleicht mal aufmachen. Kommen wir da hin? Oder wenn wir von außen aufs Dach gehen, kommen wir von da aus irgendwo hin? Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Juppi, du kannst raus. Schön, ne? Das bringt uns nichts mit der Tür. Das bringt uns nichts. Kugelschreiber mit Sitzgruppe. Komm, kriegel mal. Und den anderen Stuhl auch nochmal.
Ach so, vielleicht auch nochmal mit Ketchup oder so? Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Ach so, aber das war wichtig. Und das hier möchtest du nicht machen, ne? Wenn ich mein Gebiet mag... Ja, guck mal, das... Darf ich fragen, wie ich hinterlacke? Poki? Es gibt eine Reaktion in Edna bricht aus, die kann man einfach nicht verstehen, obwohl sie eigentlich auf das Spiel selbst referenziert. Und zwar, wenn man sich das Bild anguckt, sagt Edna, ich sehe ein kleines Kind im Bauch eines Walfisches oder irgendwie sowas in der Richtung. Das erkennt sich in dieser modernen Kunst. Und die Lösung zu diesem Satz, also die Auflösung, warum sie das da drin erkennt, sieht man in der Vergangenheit. Und zwar ist dies ebenfalls eine Szene, die in der verloren gegangenen dritten oder vierten Tempomorph-Szene verschütt gegangen ist. Und zwar wurde sie von ihrem Vater bereits als Kind hier in die Anstalt geschleppt, muss dann halt hier warten und macht sich natürlich wieder selbst auf den Weg, weil sie halt eben auch als Kind schon so aufmüpfig war. Aber am Anfang sollte sie dann dort in dieser Sitzgruppe sitzen und mit den Beinen baumeln und hinter ihr, also der ganze Raum war ähnlich wie die anderen Tempomorph-Szenen im Gegensatz zur Realität halt aus kindlicher Perspektive enorm verzerrt und hinter ihr hing halt ein großes Bild von einem Walfisch, der halt mit groß aufgerissenem Mund irgendwie sie zu verschlingen drohte, wie sie halt irgendwie in dieser Sitzgruppe sitzt. Kein Wunder, dass sie da aufstehen wollte, weil sie sich gerade nicht nur in der Szene wie ein Kind im Bauch eines Walfisches oder das bedroht wird, von einem Wal gefressen zu werden fühlte, sondern halt auch eigentlich inhaltlich, weil sie diese Therapie, die ihr Vater für sie vorgesehen hat, ablehnt. Tja. Interessant. Bin gerade irgendwie irritiert. Alter Schlüssel? Ach ja, das ist dieser Schlüssel für das Zimmer. Okay, ich hatte gerade überlegt, wir hatten den anderen doch gar nicht mitgenommen. Ja, das war so ein bisschen Hintergrundinformation. Ich weiß jetzt noch nicht ganz, was mit Vehikel gemeint ist, weil ich nicht so ganz verstehe auch, was wir jetzt hier finden sollen. Und wo? Und überhaupt? Wegen dem Fahrzeug auch, Warte mal, wir können ja jetzt durch diese Tür, oder? Klar, wir können doch da bestimmt jetzt rein. Wir haben doch den Schlüssel. Ja, hier kommen wir bestimmt weiter. Ja! Jawohl, na klar, das ist ja die besonderste Tür von allen. Ich bin endlich frei! Yippie! Dann lass uns in den Zoo! Das geht nicht, Harf. Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten. Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da. Was? Mist. Gleichzeitig? Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Herr Doktor, es gibt Probleme. Holger und Stiesel werden vermisst. Das eine Problem habe ich gerade gelöst. Herr Doktor, eine Katastrophe! Edna ist ausgebrochen! Stiesel. Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? So 3 im Durchschnitt. Und wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Naja, keiner. Keiner? Richtig. Der einzige Weg rein oder raus ist durch das Haupttor. Und selbst wenn sie einen Weg findet, das Tor zu öffnen, ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Durchsucht die Stockwerke, einzeln, und führt endlich die Patienten zum Essen. Oh oh, oh oh, jetzt wird's aber spannend hier. Ja, hier haben wir auch das Garagentor. Was haben wir denn hier? Ah, guck mal, dann nehmen wir mal die Sachen mit, die hier liegen. Wenn's geht, den Schraubenschlüssel auch nochmal. Können wir hier auch nochmal was nehmen? Lackdosen. Die sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Bordeaux Metallic.
Bordeaux Metallic. Okay. Ja, sieht nicht gut aus hier mit dem Rad. Kriegst du die Autotür auf? Hm, zu. Immer dasselbe. Wie komme ich da nun wieder rein? Können wir da irgendwie was drehen? Edna, was machst du da? Psst. Ich stelle mir vor, die Tür sei eine Schraube, die ich einfach aufdrehen kann. Ach ja. Ah. So, jetzt hör mal auf, mich zu veräppeln hier. Ich muss ja alles ausprobieren mit Gabel, Messer und allem. Ich habe mal einen Iren gesehen, der ein Auto gegessen hat. Sehe ich aus wie ein Ire? Nein, aber wie eine Irre. Ugh, Stuhlbeinens könne kaputt gehen. Autotürens könne kaputt gehen. Ugh, dann könne kaputte Autotür sage heile Stuhlbeinen. Aufgehen, mach aufgehen. Da. Ja. Wie? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich brauchen wir den Schlüssel, oder? Kriegen wir es anders hin? Ich gehe mal erstmal noch raus. Das habe ich ja eigentlich eingesammelt. Inventar, mach mal wieder. Inventar. Oh Gott, dieses Spiel. Ja, jetzt guck mal, jetzt fahre ich hier rüber und es geht nicht aus. Schön, oder? Oh Gott, dann gehen wir eben hier hin. Das Inventar geht immer noch nicht auf. Gut, dann gucken wir uns hier weiter um. Netter Schlitten. Vielleicht kann man hier auch noch... Guck mal, hier liegt doch was. Ein Kaugummi. Wofür dieses P wohl steht? Pavian Popo. Dann muss das Dr. Marcells Limousine sein. Höchstwahrscheinlich. Es wäre doch toll, wenn wir genau die nehmen würden. Oh oh. Oh oh. Wer war das? Oh Gott. Wer ist denn da jetzt gekommen? Was mache ich denn jetzt hier? Hier können wir den Löwenzahn. Was haben wir hier noch? Ich geh mal schnell in die Garage. Kriege ich denn die blöde Autotür auf? Da kann ich nichts machen. So, mein Inventar hätte ich immer noch ganz gerne. Ach so, es ist... War das verschlossen? Hä? Ah. Hä? Ich habe das doch aber gar nicht... Bin ich da aus Versehen draufgekommen? Auf das Inventarschloss, damit das nicht mehr aufploppt. So. Startkabel. Das Startkabel habe ich. Mir fehlt nur noch die zündende Idee. Eine sinnvolle Ergänzung zu meiner Fußnagelfähigkeit. Ja, das stimmt. Da ist ein wässriger Film auf dem Kaugummi. Bäh. Entweder das hatte schon mal jemand im Mund, oder es gibt hier Nacktschnecken. Ja. Oder beides. Uah. Oh, wie eklig. Wieso nimmt sie das denn in den Mund? Oh, Edna, du bist so eklig manchmal. Kaugummi mit Harvey. Kann da auch gleich. Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Mein Bauch ist schon warte. Ah, gut, dann gehen wir raus. Können wir da nochmal hin oder ist der jetzt da? Nö. Mal, das ist doch schön. Ja, dann. Oh, Scheinwerfer. Scheinwerfer? Ansehen, Scheinwerfer. Starrt mich das Auto etwa an? Können wir da vielleicht was machen mit den Scheinwerfern? Oh. Ja, dann schnell weg. Ich habe den Scheinwerfer kaputt gemacht. Wer war das? Gehen wir doch nochmal hin. Der geht ja mal weg. Können wir jetzt den... Kann ich... Was mache ich denn jetzt hier? Nehmen. Scheinwerfer. Oh Mann. Oh oh. Oh, das ist aber voll spannend, dass wir jetzt rausgekommen sind. Oh Gott. Ich will nicht, dass wir entdeckt werden. Wer war das? Wer war das? Und dann geht er nie um die Ecke, der Idiot. Hm.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht sollen wir die Limousine irgendwie und da die Alarmanlage ausschalten oder wir wollen in das Auto, aber das hat ja kein Rad. Und uns ein Rad selber bauen, glaube ich jetzt auch nicht, weil eher nochmal in die Autotür vielleicht versuchen reinkommen mit allem, was wir haben. Das ging nicht. Messer. Um ehrlich zu sein. Messer nochmal. Ich weiß, es ist alles Quatsch, aber alles mal ausprobieren. Es tut nur so, als wäre es härter als die Tür. Armes Schlitzschlatz. Ach, mit dem Fenster einfach einschlagen? Ich werde diese Tür zerschlagen. Ich werde... Tu es nicht. Es gibt immer eine kompliziertere Lösung. Du hast recht. Das Fenster, natürlich. Vielleicht können wir das irgendwie aufschlitzen und da so durchgreifen. Ich komme nicht mit der Hand durch den Spalt. Ach so, vielleicht können wir da Harvey durchstecken? Harvey, fahr den Wagen vor. Wie denn, Edric? Es ist zu. Wenn da ein Spalt ist, vielleicht kriegen wir das ja irgendwie größer oder so. Oder, weiß ich auch nicht. Oh ja. Ja, weiß ich nicht. Können wir denn da mal durchstecken? Ich habe eine Vision. Von einem Land, in dem man Autotüren mit Startkabeln aufschließen kann. Super! Sollte so als Verlängerung oder so dienen, dachte ich. Kann man das Kaugummi da irgendwie ranmachen? Ja! Boom! Nein, Harvey, nein! Kaugummi ist kein Plastiksprengstoff. Ach, Menno. Aber hier mit dem Golfschläger das einhauen darf ich nicht, ne? Aber er will alles in die Luft explodieren. Ja, irgendwas habe ich bestimmt noch nicht ausprobiert von den vielen, vielen Möglichkeiten. Hätte ich im Kindergarten doch nur öfters Fingerhackeln gespielt, dann könnte ich jetzt die Kraft einer Hydraulikzange aufwenden. Ich würde das Blech wie Butter zerschneiden. Was sagt sie zu dem Fenster? Ich komme nicht mit der Hand durch den Spalt. Das heißt, wir brauchen ja etwas Schmaleres, weil sie mit der Hand nicht durchpasst. Aber Harvey will nicht durch? Warum nicht? Harvey, fahr den... Das hatten wir schon. Harvey, Fenster. Harvey, fahr den... Nee. Sagt aber beim dasselbe irgendwie. Schade. Ach, Leute. Ja, ich befasse mich mal hier weiter mit, was wir hier durch den Schlitz schieben können. Weiß ich nicht, hier die Karte? Lässig nahm 00 Harvey seinen geschüttelten Martini und öffnete mit seiner goldenen Cocktailcard Smart die verblüffte Autotür. Was natürlich nicht geklappt hat. Topflappen. Ist schön. Ah, ich habe keine Ahnung. Irgendwas habe ich noch nicht ausprobiert vielleicht. Oder wir müssen noch was finden, deswegen geht's nicht. Aber ich denke schon, wir sollen hier was mit dem Fenster machen und nicht mit der Autotür. Und ihre Hand, sagt sie ja, passt da nicht durch. Hätte jetzt den Harvey da durchgeschoben. Mit dem dann... Was? Ja, keine Ahnung. Wir sehen uns im nächsten Part von Edna bricht aus. Bis dann!